Also wer dieses Spiel nicht kennt, der hat definitiv das komplette Super Nintendo verpennt, würde ich sagen. F-Zero, ein absolutes Kultspiel und seinerzeit so im Startline-Up des Super Nintendos dabei. Ja, ich habe das leider schon mal aufgenommen. Das heißt, es ist heute mal kein Blind-Let's Play. So schön das auch war, ich habe es nämlich Blind-Let's Played vor ein paar Tagen. Jetzt geht ja schon wieder das Demo-Material los. Leider ist mir die Aufnahme des Spiels gecrashed nach 5 oder 10 Minuten. Also leider kann man da nur sehr wenig sehen von dem Gameplay. Und ich habe halt da eine halbe Stunde was davon, wie ich das Spiel und reagiere und auch rede. Aber leider ist das Gameplay-Video dahin und das wollt ihr garantiert nicht sehen. Nur mir beim F-Zero-Spielen zugucken, sondern ihr wollt ja auch sehen, was auf dem Bildschirm passiert. Deswegen, ich zeige euch mal kurz, was wir da erreicht haben. Vielleicht werden wir den einen oder anderen Rekord anbrechen. Und ihr seht auch, dass ich nicht schummel. Hier die ganzen anderen Cups sind noch nicht gespielt. Also Queen, King, alles noch leer. Und wir haben natürlich den Knight Cup gespielt. Also den Beginnerkurs quasi. Den werde ich jetzt gleich einfach nochmal machen. Ich meine, ihr kennt meine Skills. So besonders geil bin ich dann nicht. Und gerade hier die letzten beiden Strecken, die waren auch mal gar nicht so easy zu packen, muss ich zugeben. Und ihr seht ja auch, ich bin... Ah ne, hier sieht man es nicht. Wenn man mal reinguckt, ich bin bei Silence auch dann wirklich nur... Steht das hier irgendwo? Nein, nicht wirklich. Da steht gar nicht, der wievielte ich geworden bin. Ich glaube, ich bin da auch nur Vierter oder Dritter oder so geworden. Und habe mich nur so über die Runde gerettet im Endeffekt in der letzten Strecke. Ja, und wir machen das jetzt einfach nochmal. Ich werde ab und zu mal so auf den Rekorder gucken, ob wirklich noch alles läuft. Ja, schade, dass es heute kein Blind Play ist, was ja normal so meine Art hier ist. Und mal gucken, was es bringt. Ich habe es jetzt, wie gesagt, vor ein paar Tagen noch mal kurz gespielt. Vielleicht bringt es mir ja was. Ich spiele das mal mit einem anderen Auto als letztes Mal. Ich gucke mir die noch mal eben an. Der hat auf jeden Fall eine rucki-zucki-schnelle Beschleunigung. Hat dafür, glaube ich, nicht ganz so eine krasse Höchstgeschwindigkeit. Aber dieses Auto oder diesen Gleiter hatte der, der immer Erster geworden ist. Oder der mir zumindest auf den Fersen war, wenn ich Erster geworden bin in den Rennen. Das heißt, so schlecht mag das Auto nicht sein. Das hier, weiß ich noch, habe ich früher sehr gerne genommen. Oh, das hat eine sehr langsame Beschleunigungskurve. Ist dafür aber auch ordentlich schnell. Ist fast 30 km/h schneller als das Auto, was wir uns davor angeguckt haben. Aber so eine langsame Beschleunigungsspur ist, glaube ich, schlecht für mich, weil ich ab und zu auch mal irgendwo gegendonner. Noch extremer bei diesem Gefährt. Das ist, glaube ich, nicht so optimal für mich. Dafür ist es natürlich so... Nein! Oh. Ich wollte es doch nicht nehmen. Nein, ich muss noch mal kurz resetten. So, ich nehme den hier. Der erste ist halt so durchschnittlich, ne? Der beschleunigt durchschnittlich, hat eine durchschnittliche Höchstgeschwindigkeit und der hier hat eine sehr schnelle Beschleunigung und hat dafür nicht so eine absolut krasse Höchstgeschwindigkeit. Ich versuch's jetzt einfach mal hiermit. So, Klasse, Beginner, ja. Ja, ich lasse es wirklich mal auf Beginner, weil ich jetzt von diesem Gleiter auch keine Ahnung habe, wie der sich so fährt. Schauen wir mal. Bisschen Turbostart hier hingelegt. Ja gut, bei seiner Beschleunigung, die der hat. Oh Mann, ey, der ist aber auch ein bisschen komischer in der Lenkung, ehrlich gerade. So, erstmal wieder reinkommen. Ja, das Spiel arbeitet mit Mode 7 Grafik. Jemand, der ein Super Nintendo besitzt oder das ein oder andere Spiel dafür kennt, weiß, was ich damit meine. Man sieht so an den Seiten, ne, wo diese Stadt da so abgebildet ist. Ne, hier so, wenn, es ist eine unheimlich schöne Geschwindigkeit auch drin. Das kommt durch diese, wie gesagt, erwähnte Mode 7 Grafik. Das ist so ein spezielles, ja, das kann euch irgendein Techniker garantiert besser erzählen als ich. Das ist irgend so eine spezielle Sprite-Berechnungsart. Ja, und es war damals so in dem Sektor wirklich mal was Neues. F-Zero wäre damals direkt beim Super Nintendo dabei, je nachdem, was man für einen Bundle gekauft hat. Scheiße, boah, voll abgeschmiert, voll in die Stadt rein. Und jetzt sieht man gerade diese Mode 7 Grafik sehr schön. Die hat es möglich gemacht, auch schön zu zoomen und zu drehen. Und das war damals wirklich noch eine brandneue Erfahrung. Irgendwie gefällt mir das Auto nicht, muss ich zugeben. Ich sag mal eben Endgame und mache es doch wieder mit diesem blauen Euteken hier.
Heuteken. Was zwar eine etwas niedrigere Beschleunigungskurve hat, aber sich meines Empfindens nach besser gelenkt hat. Das ist natürlich so wenn man es jetzt mal so mit Mario Kart oder sowas vergleicht, ist das jetzt halt natürlich der Mario. Ne? Der hat so alle Werte relativ gut, halt sehr ausgeglichen. Und die anderen sind dann eher so Fahrzeuge, die so in speziellen Richtungen sehr gut sind. Da ich aber auch dieses Spiel bis auf vor ein paar Tagen das erste Mal wieder auch Ewigkeiten nicht gespielt habe, möchte ich doch hier erstmal so eine Durchschnitts... Oh, na. Genau, da hau da nämlich ab. Das ist das, was ich vorhin meinte. So, aber wir holen ihn direkt ein, weil er nicht so eine Höchstgeschwindigkeit hat wie wir. So, die Steuerung ist sehr einfach. Man steuert mit dem Steuerkreuz. So, wenn man so eine Sprungschanze hat, immer schön nach unten drücken, damit man eine flüssige Landung hinlegt. Ab und zu in den Kurven mal Gas runternehmen. Und wenn es eine besonders enge Kurve ist, wie das jetzt gleich kommt, können wir mit L und R quasi so auf der Flügelspitze so einen, nicht Slide, sondern einen Drift hinlegen. So, ab und zu in den Level versteckt ist hier so eine Phase, da kann man seine Energie wieder herstellen. Das ist jetzt vielleicht so in den ersten ein, zwei Rennen noch nicht unbedingt nötig, weil hier die Strecke noch sehr breit ist und erstmal dafür, um ins Spiel reinzukommen. Hui. Ja, hier dieser Sand, der so an der Seite ist, da sollte man natürlich auch nicht drüber fahren. Der entschleunigt einen nämlich, also da bremst man ab. So, was ein bisschen schade ist, man sieht auf der Karte unten leider nicht, wo man selbst steht. Und diese Typen hier, das sind einfach nur Hindernisse, ne? Also das sind, ja, weiß ich auch nicht, was das sein soll, ob das irgendwie andere Bürger da der Stadt sein sollen, die da irgendwie gerade zum Einkaufen fahren oder so. Aber die sind halt einfach im Weg, da muss man dann echt mal ausweichen. Manche von denen blinken auch, die explodieren dann, wenn man sie berührt. Aber in allen Fällen ist es auf jeden Fall eine Behinderung für uns. So, ich habe gerade mal ein Turbo gezündet, man sammelt nämlich mit jeder Runde so ein Nitro. Den kann ich damit A aktivieren. Ah, da ist auch so ein Gegner, Hindernis, was blinkt. Wenn ich das berühre, explodiert es und bremst mich wirklich ziemlich übel ab. So, ich habe gerade gesehen, ich habe so ein kleines grünes S, was da unter meinem kleinen blauen Fahrzeug in der rechten unteren Ecke ist, dazu erhalten. Das heißt, ich habe wieder ein Nitro dazu bekommen. Pro Runde sammle ich also ein so ein Ding. Ja, und wenn ich das drücke, das mache ich am besten jetzt, wo die Sprungschanze kommt, kann ich mir direkt einen kleinen Vorsprung ausbauen. Wow, und der gibt natürlich ordentlich Stoff hier, der Nitro. Zack. Ja, diese Geschwindigkeiten, in denen das Ding fährt, sind natürlich echt krass, ne? Hier so, oh. Ah, jetzt habe ich, nochmal Nitro gezündet, weil ich gerade mal richtig schön im Sand gelandet bin. Ja, ne, hier mit Turbo fahre ich, also wenn ich Nitro zünde, fahre ich 550 km/h. Das ist natürlich extrem fantasievoll von den Herstellern. Ja, aber so war das seinerzeit. Ja, diese Musik ist natürlich ein absoluter Klassiker. Sucht doch einfach mal hier auf YouTube nach Mute City oder F-Zero Soundtrack, wie viele Leute das gecovert haben auf den unmöglichsten Instrumenten. Ja, oder haben einen Metal-Remix draus gemacht oder eine Techno-Version oder auf Marimba gespielt oder was weiß ich. Ja, erstes Rennen ist natürlich nicht besonders schwer. Und ich habe auch in dem Blind Play, was ich vor ein paar Tagen aufgenommen habe, auch in den ersten drei Rennen, glaube ich, den ersten Platz gemacht. Obwohl ich die ja auch 20 Jahre nicht gesehen habe, die Strecken. Aber diese Strecke, dieser Soundtrack, das hat sich auch wirklich ziemlich ins Gehirn gebrannt. Das habe ich aber auch bei Starwing gemerkt. Auch da habe ich wirklich so die ersten ein, zwei Stages noch richtig im Kopf gehabt. Jetzt nicht unbedingt, wo die Gegner kommen und wo man was absacken kann oder wo vielleicht ein verstecktes Hindernis oder sowas ist oder ein versteckter Abkürzung. Hier gibt es, glaube ich, auch Abkürzungen in der einen oder anderen Strecke. Aber, da merkt ihr auch schon, da kriege ich ein bisschen Energie abgezogen, wenn ich da so in diese Banden knalle. Hab jetzt schon so, ich sag mal, 10% meiner Energie eingebüßt. Ja, das geht nämlich teilweise mal rucki zucki. Aber diese Gegner, die bumsen einen da auch richtig an, ne? Das ist ja gar nicht mal so nett. Ja, auch dieser Song, ne? Wenn man den jetzt wieder hört, hat man natürlich direkt wieder im Ohr. Jo, schön an ihm vorbeigeflutscht. Da hätte ich vielleicht sogar ein bisschen abbremsen können. Das hat jetzt gar nicht dafür gereicht, meine ganze Energie wieder aufzufreshen.
So, auch an ihm flutschen wir jetzt gleich mal vorbei. So, den haben wir schön in die Bande reingeknallen lassen. Ja, jetzt musste ich gerade mal ein bisschen bremsen. Also Finger vom Gas und weiter geht's. Ja, genau hier, das sind diese Bürger von F-Zero City oder wie das auch immer heißt, oder Mute City, wie auch immer, die hier einfach so durch die Gegend pirschen und uns unseren letzten Nerv kosten. Das ist jetzt auf dieser Strecke immer noch halbwegs okay, aber es kommen gleich noch Sachen, die sind ja noch schwieriger zu kontrollieren. Da sind die Wege teilweise noch enger und so. Da ist es dann schon irgendwie echt nervig. Ja, aber aktuell läuft es ganz gut. Trotzdem muss man hier ein wachsames Auge haben. Denn wie gesagt, die Engine läuft echt schnell und flüssig. So, ich zünd mal eben ein Turbo. Nach diesem kurzen Dämpfer, den wir hier hatten. Wow. Und da muss man echt aufpassen, dass man nicht zu lang in diesen Bumpern da rumfährt. Weil man röstet sich da echt schnell die Energie weg. Da ist wieder so ein Blinken da. Schnell ausweichen. Hoffen wir mal, dass unsere Gegner da reinknallen. Oh, da ist einer hinter mir. Ne? Wenn es so heißt, check, 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 dann ist da jemand relativ knapp hinter mir. Je nachdem, wie schnell das blinkt, ist er auch meistens recht nah. Also je schneller das blinkt, umso näher ist er mir. Teilweise kann man hier sogar ein bisschen taktieren. Ne? Also wenn man dann sieht, ach guck mal, hier ist so ein Bürger, der hier rumfährt. Ich sage immer Bürger zu dem, keine Ahnung warum. So ein Kunde, der hier rumfährt. Und dann kann man natürlich auch so ein bisschen hantieren, weil oft fahren die Gegner auch in unseren Windschatten, dass wir ganz kurz vorher diesem Kunden da ausweichen und dann knallt halt dann unser Verfolger rein und wir haben ihm so gesehen eine Falle gestellt. So, ich zünde mal wieder einen Turbo. Das war jetzt gerade vielleicht gar nicht mal so schlau. Geiles Lied. Da hätte ich ein bisschen bremsen sollen. Apropos Bremse, ich weiß gar nicht, wie die Bremse geht, ob das Y ist oder so. Also es reicht hier meistens völlig aus, wenn man einfach den Finger vom Gas lässt, also B kurz loslässt, um so eine scharfe Kurve zu meistern. Oh, ich hatte noch zwei Turbos, die hätte ich doch ruhig mal nehmen können. Was hat denn da geblibbelt? Ich habe über 10.000 Punkte gemacht. Ah, ich habe ein extra Leben gekriegt, okay. Anscheinend habe ich hier auch wieder eine gute Gesamtzeit gefahren. Besser als meine bisher erzielten Erfolge. Entschuldigung. So, Sand Ocean. Ich kann mich total erinnern, dass ich diese Welt früher gehasst habe. Also als ich ein Kind war, konnte ich diese Welt hier nicht leiden. Nachdem ich vor ein paar Tagen, wie gesagt, das letzte Mal F-Zero gespielt habe, kann ich das überhaupt nicht nachvollziehen. Das Level ist richtig cool. Gefällt mir sogar besser als das zweite. So, hier ist halt nur das Thema, viele Kurven sind wirklich eng. Und somit muss man hier wirklich oft den Finger vom Gas nehmen und nicht sliden. Ja. Sondern driften. Ne? Und ich glaube, das hatte ich früher einfach überhaupt nicht drauf, so als Kiddie. Ja, kaum Energie abgezogen gekriegt. Das bisschen sollten wir mal wieder regenerieren. Einfach Finger vom Gas und den Drift drücken, dann haut das schon hin. Es ist natürlich für Leute, die heutzutage so etwas realistischere Fahrsimulationen gewohnt sind, eine totale Umstellung, weil sich es wirklich sehr, sehr direkt lenkt, ne? Und man ziemlich realitätsfremd so aus den Kurven rausgetragen wird, auch wirklich nur minimal, muss ich mal dazu sagen. Ist es natürlich sehr ungewohnt für jemanden, der vielleicht nur Forza oder Gran Turismo oder sowas fährt. Für mich ist es aber genau das Richtige, weil ich nie so der super realistische Simulationsfahrer war. Ich glaube, das Realistischste, was ich wirklich lange, lange Zeit gespielt habe, waren auch so richtig alte PC-Sachen wie Nesca Racing. Das konnte man auch relativ realistisch einstellen. Zumindest hat sich es damals so angefühlt. Ich muss das irgendwie nochmal spielen, merke ich gerade. Weil das fand ich früher auch richtig cool. Oh Mann. Boah, da seht ihr so ein bisschen, wie das nämlich auch laufen kann. Jetzt habe ich nämlich schon die Hälfte meiner Energie weggebraten. Jetzt muss ich auch schon fast aufpassen.
Fuck. Power down, das ist natürlich schon mal eine absolute Warnung für mich. Boah, so schnell kann das gehen. Innerhalb von einer Runde ab und zu mal in die Dings reingebummelt. Oh, zwei Laps noch. Ach du Scheiße, da sollte ich auf jeden Fall mal... Oh, da sollte ich jetzt auf jeden Fall mal aufpassen, diese Runde. Ich habe wirklich sehr wenig Energie wiedergeholt. Ich habe einfach zu viel erzählt und war gerade unkonzentriert. Also, Nesca Racing auf jeden Fall nochmal ausprobieren. Das muss ich mir mal auf den Zettel schreiben. Ja, aber ich bin halt eher so der Arcade-Racer. Bitte lass mich in Ruhe. Und fühle mich mit sowas hier wesentlich wohler als mit so allzu realistischen Sachen. Scheiße. Ja, genau. Bumst mich da nochmal rein. Das ist scheiße, wenn man so einen Gegner um sich rum hat. Die sind wirklich ordentlich drauf bedacht, uns dann mal so anzurammen oder sowas. So, ich habe jetzt mal ein bisschen Gas weggenommen. Den Gegner hole ich schon wieder ein. Fuck. So, die Finalrunde. Jetzt geht's um alles. Ich habe noch einen Turbo in petto. Den würde ich aber erst kurz vorm Ziel verbraten. So, und jetzt geben wir hier mal wieder ein bisschen Gas und ein bisschen Konzentration auf das Spiel. Nicht, dass ich hier jetzt noch kurz vor der Apotheke in die Hose scheiße und das irgendwie vergeige. Bäh, fuck. Ja, wenn das noch ein paar Mal passiert, ist nämlich meine Energie komplett weg. Fuck, 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 fuck. Power down, da war schon wieder der Warnhinweis. Boah, fuck. So, jetzt muss ich auch noch aufpassen, wann kommt hier das Ziel. Scheiße, da kommt es nämlich schon. Oder? Oh. Boah, ey, meine Fresse, war das knapp, oder? Gerade noch den ersten Platz gemacht. Das war jetzt keine rühmliche Vorstellung. Kam aber einfach dadurch, dass ich so viel geredet habe. Und man sieht auch an dieser Auflistung, ich habe keine einzige vernünftige Runde gefahren. Das blinkt nur so ein bisschen. Na, die zweite Runde habe ich 44,92 gefahren. Das scheint aber kein neuer Rekord für mich zu sein, sondern das war einfach die beste Runde, die wir jetzt hier mal zustande gekriegt haben. So, jetzt muss ich wirklich anfangen, mich richtig zu konzentrieren. Deathwind, da ist die ganze Zeit so ein bisschen Seitenwind. Und der hat mich wirklich beim ersten Mal spielen richtig aus dem Konzept gebracht. Da habe ich dann auch irgendwie ein Leben oder zwei sogar mal verloren. Na klar, man muss jetzt hier die ganze Zeit damit rechnen, dass die ganze Zeit von der Seite der Wind so ein bisschen komisch kommt. Und das, ah ja genau, diese Turbo-Dinger hier muss ich treffen, weil die mich nochmal ordentlich nach vorne bringen. Auf dieser langen Geraden. Scheiße, ich habe beide verpasst. Ah, man merkt schon, die Wege werden immer enger. Ach, da war schon wieder ein Turbo. Gut, ich habe mir Nitro eingesammelt. Ich habe noch keine Position wieder verloren. Das ist ganz gut. Ne? Hier der Platz 1 hat, wie gesagt, nicht so einen Top-Speed wie ich. Den werde ich gleich mal abhängen können. So, jetzt ist wichtig, dass ich die Turbos treffe. Da ist einer. Boah, der ist aber auch genau damit, ne? So, jetzt kommt er nämlich selbst nicht drauf. Ah doch, boah. Zusammen mit dem Bürger hier wieder drüber gesmackt. Das Gute ist auch, dass irgendwie die Gegner kaum die Kontrolle über ihr Auto verlieren, aber dafür ich... Scheiße. Ah, so, ich habe ein bisschen von dem Speed meines Gegners mitgenommen, der mich gerade von hinten angebumst hat. Ja, irgendwie treffe ich die total schlecht, ne, diese Turbo-Teile. Na komm. Ich hänge ihm die ganze Zeit so am Hintern. Ich habe meine Gegner wirklich nicht gerne um mich rum. Boah, toll. Na, zumindest habe ich ihn auch davon abgehalten, da mal gegen zu donnern. Boah, Mensch, Leute, lasst mich doch mal... Ich zünde jetzt einfach meinen eigenen Turbo von mir. Kann wohl nicht wahr sein hier. Solche Probleme damit haben, dieses Teil zu treffen. Na, endlich klappt es mal. Das liegt vor allem dran, weil man dann auch darauf achten muss, ah, ich muss den, darf den Gegner nicht touchieren. Boah. Da muss man diesem Scheiß ausweichen. Und wie gesagt, ich muss auch die ganze Zeit so ein bisschen mit dem Gegenwind arbeiten. Und ihr merkt ja gerade, wie dämlich ich mich anstelle, trotz, obwohl ich diese Strecke mittlerweile kenne. Uah. Jetzt habe ich endlich mal beide getroffen, aber dafür habe ich auch ganz schön Energie gelassen. Naja, so der Großteil ist wieder hergestellt. Uiuiui. Ah, schon wieder nicht getroffen. Die finale Runde. Ich habe drei Turbos. Da sollte ich mal einen von gebrauchen, um hier einfach mal über diese Sanddinger drüber zu heizen.
einfach mal geradeaus, ne? So, Turbo. Erwischt. Boah. Lass dir doch nicht die Energie da wegbraten, Mann. So, das war ganz vernünftig. Ja, es geht so schnell, ne? Man macht so zweimal Doing Doing und schon ist wieder der Gegner hinter einem, wie wir gerade gesehen haben. So, ich mach mal selbst wieder ein Turbo an hier. Zack. Ersten Platz, nicht schlecht. Ja, aber wir sollten uns nicht zu früh freuen. Wir haben jetzt sogar schon 4 Leben insgesamt. Also ich habe noch ein paar Chancen, das letzte Rennen zu schaffen. Das Fiese bei einem letzten Rennen ist jetzt nämlich auch, das haben wir auch gerade mal bei so einer Einblendung gesehen, da war ich irgendwie auf dem 4. oder 5. Rang ganz kurz. Und da hat er mir schon angezeigt, Limit 3 oder Limit 4 oder irgendwie sowas. Und das heißt, ich muss mindestens die Runde mit dem 4. Rang oder dem 3. Rang beenden, um überhaupt die nächste fahren zu können. Weil sonst schmeißt er mich nach der Runde raus und ich muss das ganze Rennen nochmal fahren. Und das ist jetzt in dem nächsten Rennen auch so. Ne? Es fängt wirklich an damit, dass ich mindestens 5. sein muss, dann mindestens 4. Also mit jeder Runde muss ich einen Platz weiter vorne liegen. So, und jetzt bei diesem Kurs, der jetzt kommt, sind wirklich mörderische Kurven drin. Oh, genau, die sind alle eher so 90 Grad Winkel. Guckt mal unten auf der kleinen Karte links. Genau, hier kann man eine kurze Abkürzung fahren. Die habe ich aber jetzt auch echt scheiße genommen. Ja, genau. Und da muss man nämlich gucken, dass man die Sprungschanze trifft. Das, was ich jetzt gerade mal wieder nicht getan habe. Und guck mal, wie viel Energie ich schon verloren habe, ne? Durch diese paar Berührungen, die ich bis jetzt hatte. Beziehungsweise es war ja auch ziemlich viel Scheiße, die ich da fabriziert habe. So, 3. Rang. Oh, ganz schön enge Kurven hier. Da könnte man teilweise sogar mit Bremse arbeiten, wenn ich wüsste, wo die ist. Hat er uns jetzt irgendwie ein Limit angezeigt? Hat jemand drauf geachtet? Ich nämlich nicht. So, ich bin 3. Ich glaube, solange ich 3. bleibe, schaffe ich das Rennen auch. So, das war nämlich scheiße. Gott, ey, das ist mir beim letzten Mal, wo ich das gespielt habe, kein einziges Mal passiert, dass ich wirklich aus der Strecke raus auf das Energiefeld fahre und komplett explodiere. Nicht schlecht. Erstes Leben, boah, weg. Na, das machen wir dann wohl nochmal, ne? Ja, die 5. Strecke ist echt ein richtiger Arsch. Oh, da haben wir einen kleinen Kickstart hingelegt. Allerdings haben die anderen uns alle sofort wieder eingeholt. Das war also kein besonders guter Kickstart. Ich versuch's nochmal. Oh, fuck, fuck, fuck. Ja, es ist irgendwie sehr riskant. Ne? Vielleicht sollte ich einfach, wenn ich eine gewisse Position mir erarbeitet habe, dem ganz normalen Streckenverlauf folgen. Oh, alter Vater, das ist aber auch eine Strecke, ey. Ich hatte fast die Hälfte schon der Energie weg, ne? So, 4 Runden verbleibend. So, ich fahre gerade extra mal ein bisschen langsamer, um mir wirklich alle Energie wieder zu holen. Denn wie wir merken, brauchen wir die. Und ich mache es jetzt mal wirklich so, dass ich denen einfach mal nachfahre. Und die Abkürzung mal nicht nehme. Oh, das war nicht schlecht. Ein kleiner Bums kann schon sein, ne? Das können wir uns schon erlauben. So, ich muss auch so langsam mal zwischendurch schauen, wo kann ich überhaupt mal ein Turbo zünden, also wo wird sich das lohnen? Weil die geraden Strecken sind in dieser... Ah, sehr gut, die Energie ist wieder voll. Und da haben wir direkt schon wieder zweimal was einkassiert. Na komm, ich nehme nochmal die Abkürzung. Gerade nochmal gut gegangen. Dadurch habe ich auch wirklich eine Position jetzt gut gemacht und bin im nächsten auf den Fersen. Ah, hier ist vielleicht mal eine Möglichkeit, ein Turbo zu zünden. Das hat sich direkt mal fast gelohnt. Ja, kann man mal machen, ne? 2 Runden noch. Ich habe mir wieder einen Rang erarbeitet. Aber das ganze Feld ist sehr nah beieinander. Also man ist hier rucki zucki auch wieder überholt von den Leuten. Und diese Abkürzung ist wirklich sehr riskant, finde ich. Ich versuche es einfach mal wieder zu umschiffen. Weil ihr seht ja, der Typ
das Auto, was ich vorhin mal ganz kurz ausprobiert habe, was aber wirklich schwer in den Kurven auch zu kontrollieren ist. Boah, Hilfe. Scheiße, das war dämlich. So, komm, die gerade nutzen wir mal aus. Das ist auch wirklich in den Kurven schwer zu kontrollieren, zumindest habe ich das Gefühl gehabt. Fuck. So, letzte Runde, bisschen Energie wieder auftanken. Ah, das war scheiße. Ah, fuck. Ich nehme die sichere Variante hier. Boah, fuck, jetzt wäre ich fast rausgeflogen. Das wäre mal fies gewesen. Boah, seht ihr, wie das geht? Ruckizucki hat man hier zwei oder drei Ränge verloren. Power down, scheiße. Komm, 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 komm. Oh, erster sogar, geil. Oh, mein Herz, Hilfe. Boah, das war jetzt richtig Adrenalin, meine lieben Freunde. Ich hoffe, ihr habt es ein bisschen mitgefühlt. ja, und obwohl ich Beginner genommen habe, ne, ich habe die einfachste Klasse genommen. Ich habe, beziehungsweise die, ja, es gibt ja drei Klassen, ne? Knight, Queen und King. Also Bube, Dame, König. Und habe dann auch nur auf Beginner und nicht auf Standard gestellt. Und selbst dafür fand ich es jetzt gar nicht mal so easy. Ne? Also klar, die ersten drei Strecken habe ich locker auf den ersten Platz hingekriegt. Die zweiten waren aber schon ein ziemlicher Kampf. Und klar, weil ich auch viel mit meinen eigenen Fähigkeiten kämpfe, das ist so. Ne? Also da steht man sich manchmal selbst im Weg. Aber definitiv eine gute Vorbereitung ist dann auch wirklich mal einen Standard zu probieren oder sich zumindest jetzt mal so Queen- oder King-Kurs anzugucken. Ja, und das waren noch knackige 20, 25 Minuten, in denen wir hier mal ein bisschen Eindruck von F-Zero sammeln konnten. Und den ersten Cup einfach mal durchgespielt haben. So, ich würde jetzt einfach mal gucken, ob wir irgendwie auch schon mal wieder was verbessert haben. So, was ist denn hier los? Ich glaube, ich kann hier gerade gar nicht mehr weg. Kann das sein? Ah doch, wenn ich Start drücke, zeigt er mir nochmal die Rekorde. Kann das sein, dass ich jetzt überall was Neues dazu gewonnen habe? Schauen wir mal. Tatsache. Er zeigt mir jetzt hier mit dem Punkt an, ob ich diesmal besser war. Ja, und da sieht man schon klar, wenn man das Spiel jetzt zum zweiten Mal in dem Fall spielt, verbessert man sich schon ordentlich, ne? Guck mal hier, fast 10 Sekunden schneller oder 7 Sekunden schneller als bei dem letzten Versuch. Bei Big Blue auch 7 Sekunden. Hier 4 Sekunden bei Sand Ocean, wobei ich hier sehe, wir sind schlechter als beim ersten Mal. Ach ja, genau, das war ja die Strecke, wo ich so viel gelabert habe. Ne? Da habe ich ja auch gesagt, so ja toll, letztes Mal ist mir das irgendwie einfacher gefallen. Ja, da sind wir fast genauso wie beim letzten Mal. Deathwind 10 Hundertstel langsamer als beim letzten Mal und hier sind wir jetzt minimal schneller als beim letzten Mal. Das ist aber auch nötig, sonst kann man hier eh keinen Blumentopf gewinnen, wenn man nicht... wobei, das ist jetzt die Gesamtzeit, ne? Ich glaube, die beste Rundenzeit habe ich, bis auf bei Deathwind, jetzt überall gemacht. Die Frage wäre jetzt nur, wie war das vorher mit den Zahlen, ne? Egal. Soll euch jetzt in dem Fall sowieso nicht interessieren. Jo, schreibt mir doch einfach mal in die Kommentare, ob ich ein Weichei bin, weil ich das nur auf Beginner gespielt habe, ob ihr das nochmal in Standard sehen wollt oder ob ich direkt mal Queen oder Kings Cup versuchen soll und ob ich das dann auch auf Beginner oder vielleicht doch mal lieber schon auf Standard spielen soll. Lasst mich bitte mit Expert in Ruhe. Ihr habt ja gesehen, wie schwer ich mich schon mit Beginner tue. Deswegen, lasst mir einfach mal eine Meinung da. Ich freue mich über alles, was ich hier so lese und höre. Und selbst wenn es ist, ey Alter, du spielst ja F-Zero wie ein absoluter Beginner. Das ist ja auch so. Ich habe es ja selbst seit über 20 Jahren nicht gespielt. Und das ist für mich wie ein Blindplay, ne? Ajo, diese Strecke, die er da gerade spielt, kenne ich doch auch noch irgendwo her. Ja, ich danke euch erstmal für die Aufmerksamkeit. Und bis zum nächsten Mal hier mit F-Zero auf dem Super Nintendo. Immer schön schroff bleiben, meine Freunde.